witzig. Ja, doch. So, und damit hören wir dann auch jetzt schon auf, aber Ton ist noch nicht an. Ja, und ich mache schon wieder auf. Hattest du ja wieder draus genuckelt, oder? Nein, habe ich nicht. So, und jetzt müsste auch Ton wieder laufen. Ihr könnt ja mal kurz im Chat Bescheid sagen, ob ihr das auch wieder hört. So. Nee, da ist das gar nicht auf. Das ist hier auf. Genau, und da musst du noch, das Rote ist noch... Nee, jetzt geht. So. Chat, hört ihr uns? Leise. Okay. Hast dann du hier auf 10 gedreht? Nee, so. Ich hab's einfach nur hochgedreht. So. So. Geht es jetzt besser? Besser, jawohl. Also, wir beginnen jetzt damit, dem Dude noch was zu trinken zu geben, weil der Arme ist ja einfach hier angekommen, direkt in Stream geschmissen worden. Aber so ist das halt, wenn man zu spät kommt, ne, Dude? Und wir machen jetzt ein Crossover. Und zwar, du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, ne, wie du, oder was für eine Art von Spiel du dann spielst. Nehmen wir vorne auch gleich dann die Packung dann auch noch weg. Und wir möchten ganz gerne mal ein Crossover machen, nämlich was passiert, wenn man mal zwei Spiele irgendwie zusammenpackt und daraus dann ein Spiel. So, an jedem Finger eins. So, ungefähr. Und wir möchten ganz gerne Magnefix meets Octopus Party dann spielen und haben hier mal zwei Spiele zusammengepackt. Wir nehmen aber hier raus nur ein bisschen an Material, nämlich in diesem Spiel habt ihr die Möglichkeit mit diesen ganz tollen Fingern, die nicht doch, eigentlich... was sind das hier? Solche Becher zu stapeln. Ja, genau. Becher zu stapeln. Und wir stapeln jetzt gleich was ganz anderes. Was ganz anderes. Wir möchten nämlich versuchen, diese Schokolade dann... nein. Also, wir versuchen nämlich mit unseren Fingern jetzt gleich unsere Aufgaben zu schaffen, nämlich von Magnefix. Magnefix, das ist eine Neuheit, eine Herbstneuheit von Amigo-Spiele. Und bei diesem Spiel geht es darum, dass wir alle gleichzeitig spielen. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir diese... Sieht so ein bisschen... dass wir diese magnetischen... Sieht so ein bisschen wie Babyspielzeug aus. Ist es aber nicht. Man darf es nämlich nicht in den Mund nehmen. Also das bitte nein! Nicht in den Mund nehmen, dass wir die aneinander anbringen und anordnen und daraus die geometrische Formen dann auch noch schaffen. Und wie machen wir das? Wir haben hier einen Kartenstapel und bei diesem Kartenstapel gibt dann die Karte vor, wie angeordnet werden muss. Hier zum Beispiel, wenn ihr das jetzt so seht... So ein bisschen, ne? Da auf dem so ungefähr, ja, ein bisschen. Mhm. Da muss dann genau in dieser Art und Weise müssen diese Magnete, diese, wir haben die halt, die Magformas, angebracht werden. Und das bedeutet Hochkant. Mhm. Klar? Ja, wir können ja einfach mal nur mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Und wir gar haben nicht wieder nur drei. Gar nicht, natürlich. Nein, ich würde doch hier ein Video machen. Wir gehen ja schon gar nicht auseinander hier. Ja, darum haben wir auch nur drei. Und wir haben ja noch andere, vor allen Dingen, wenn die sich so verkeilen, dann ist das schon sehr geil. Also, wir können ja hier mal... Ich krieg die gar nicht auseinander. Die sind so magnetisch. Doch, hier, guck. Das geht doch. Moment, ich muss aber hier noch eben zu Ende. So. Lieber Chat, wenn euch noch was einfällt, was wir noch mit diesen Oktopusfingern spielen sollten, dann schreibt es bitte gerne mal in den Chat. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Genau. Wir hatten heute schon, wie macht man verschweißte Karten auf mit dem Fußnagel? Ja. Nein, da machen wir das jetzt mal nicht. Oh, Scheiße. Jetzt haben wir auch nur drei. Sag mal, wie kriegt man die auseinander? Achso, was machen wir denn? Ja, du hast gerade gesagt, das wäre nicht so. Wie nimmt man denn? Also, was gibt es für Regeln? Beide Zeigefinger und ein Mittelfinger oder was? Ja, ich habe jetzt einen Zeigefinger und einen reinen Ringfinger und noch einen Zeigefinger. Okay, habe ich auch. So. Nee, okay. Also an drei Fingern. Du darfst halt nur die Finger mit den Tentakeln berühren. Achso, okay.
Ich krieg die nicht auseinander. Ja, wir fangen jetzt einfach an. Seht, Magne Octo oder das ist die Partifix. Und das probieren wir jetzt mal. Nein, wir popeln nicht. Aber danke, netter Versuch. Ich krieg die nicht auseinander. Soll ich dir helfen? Wie kriegt man die denn auseinander? Mit Gewalt. Ach so. Nein, das soll nicht passieren. Ich hänge. Ich habe kurz geschummelt, Entschuldigung. Und ich helfe dir. Ich versuche das doch nur auseinander zu kriegen. So, gelb ist oben, pink ist unten. Dann wird das schon mal klar. Oh, mein Herzschrittmacher. Ich kann das nicht. Nein, jetzt sind es drei. So, und dann brauche ich neben. Die müssen doch nur. Echt? Ne, der muss hochkant. Ja, ja, ich bin. Achso, ich bastel noch. So, und so muss das. Und dann. Jetzt muss man noch ganz vorne gehen. Nein. Ich krieg das. Ich brauche. Nee, ich schaff das so nicht. Ja. Mach mal ein bisschen Hintergrundmusik so. Vom Pretzel Radio. So, jetzt kommt hier nämlich blau dran. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Wenn doch, schreibt in den Chat. Ja, das ist zu laut. Moment. Na, wir sollen es ja noch hören. Ich muss das jetzt hier mal auseinander machen. Das geht, ich werde ja hier wahnsinnig. Fertig. No! Was ist mit dir? Ja, Junge. Jetzt noch einmal nach deinen Fallen. Dann was? Also, das ja. Ist ja, ne, das liegt so. Ach so. Oh no! dann ist er natürlich. Ja, doch, das ist ja richtig. Ja, und dann? Ich krieg gelb so. Und orange nicht auseinander. Also. Das von vorne ist das hier unten, das ja, aber das liegt auf dem Boden. Also man so. Guckt so von oben drauf. Ach so, ich dachte, das ist sich was von vorne. Das hast du ganz anders erklärt. Sehr gut. Also Hammer, weiß einer ganz genau, wie es funktioniert. Also, ganz genau, wie ich mit meinen Fingern hier mit dem. Also das ist dein Punkt. Der Dude. Mensch, das sind ja nur noch ein paar. Der Dude sagt immer, er spielt gerne so die schweren Euros Arschlecken. Der spielt zu Hause immer, macht den Fix mit Octopus-Party-Fingern. Okay, komm, ihr eine machen wir. Ihr habt mich gefragt, wie ich mich auf die Messe vorbereitet habe und ich habe gelogen. Also, seid ihr da draußen noch bereit? Wir wollen noch eine Runde machen. Okay, ja, wir machen noch drei. Ja, was? Komm. Achtung. Nein, warte. Ja, genau, macht mal alles auseinander. So, zack. Was hast du dafür? Der Trick ist, du musst so ein bisschen Druck ausüben und dann kannst du die auseinanderziehen. Ja, aber ich komme ja nicht an den unteren dran. Nee, du kannst du musst es wollen. Du kannst den oberen. Das, ich glaube, das ist so das Ding, damit man hier nochmal sieht. Du kommst ja nicht mal mit deinen normalen Fingern auseinander. So. Okay. Ich bin voll schnell, ja, der Thomas. Also. Nein, der Thomas hat gesagt, ich bin sehr schnell. Und auch ich noch. Denke, nein, Moment. Ich muss Hornluft. Ja, warte. So. Und das ist die Aufgabe. Wenn du jetzt gelb und pink nicht siehst, dann sind die irgendwo drunter versteckt. Ist das so? Ja. Entschuldige, das mein. Nein! Also wir müssen alle. Lass los! Orange, grün ist unten. Ja. Dann kommt. Ich hab's gleich. Ja, nein. Doch. Ich bin eher. Nein, bisschen noch. Warte. Nein, ich gehe. Warte. Ja, 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 nein, ja. Nein, nein. Guck mal. Doch. Nein. Doch, das ist doch so. Das wohl. Ja, das geht auch. Das meinst du ist kaputt. Oh, Kadi. Und hier ist auch ein Haar. Klingt wie die Rahmen sortieren in den 90ern, 98, 18. Okay, dann. Einmal geht noch, oder? Ja. Das war auch der Dreh raus. Ich? Nee, das war Zufall. Das war nicht ein Dreh. Die lag auch einmal so. Wir haben übrigens ein Video gemacht und die Kadi, die zieht mich so ab. Die macht das so schnell. Ja, okay, und da gab es schon irgendwie von wegen, habt ihr das im Vorspulmodus? Nein, nee, das war wirklich so schnell. Aber nicht mit diesen Fingern. Aber nicht so. Dr. Seidberg. Sehr gut. Okay. Die ist geschafft. Ja, für dich. Yay, jetzt muss Kadi die machen. Jetzt mach ich ja. Mach ich gewinnen. Oh. Mach eine neue. Okay. Die ist schlecht. Wir kriegen die nie wieder umgedreht. Oh no! Warte, jetzt. Geht gleich. Ja.
Please stay tuned. Das ist wie mit den Marmeladenbrötchen, die immer auf die Marmeladenseite fahren. Ja. Das hat das gleiche wie gerade, so ähnlich, ja, oder? Ja, das ist aber genau so ähnlich. Innen. Juhu! So und so und nur noch das oben drauf. Nein! Kadi sauer! Guck mal! Not bad! Ja doch! Nee, not ich bad. Auch! Ich war ja schnell. Ja, Kadi, du warst schnell. Ja, war ich wirklich. So, ich hab's auch. Das ist, du stapelst sie anders, du stapelst sie irgendwie klüger. Ja, deswegen gewinnst du ja auch. Ach so, ja. Da man darf was, nicht so klug sein bei dem Spiel. Ja, richtig. Und jetzt spielen wir das nochmal mit Becher. So, das war Octopus Party versus oder Magnifix. Genau. Octofix. Octofix, genau. Plock, plock, plock. So. Und so, die riechen gar nicht nach Gummi. Jetzt können wir das schön, das Desinfektionsmittel reinsprühen. Genau. Mal, wie findest du denn so? Nee, also wenn du mit deinen Kindern spielst, ne, wie ist das? Aber man kann das auch als Bierchen benutzen. Genau. Du kannst mir mal ein bisschen was in die Hand geben. Das wäre jetzt. Und dann, warte, gib mal her. Ich mach. Echt kölsch Wasser hier? Nee. 47, 11. Nein. Oder so, geht natürlich auch. Also, mit Charlotte, die ist jetzt schon 9, spiele ich schon andere Dinge. Ich durfte letztens an unserem ersten, an unserem ersten richtigen Spieleabend teilnehmen, als ich bei Dominik und Ryan Müllheim war. Und da haben wir alle zusammen Isle of Skye gespielt. Von Pfister. Ja. Genau, und das hat gut funktioniert. Sie hat jetzt zwar nicht gewonnen, aber sie war jetzt auch nicht so mit unfassbarem Abstand letzte. Also ich glaube, 2-3 Punkte trennten sie. Das war schon echt ganz gut. Ach, sehr schön. Und Theo spielt am liebsten... Wie alt ist Theo? Der ist 4. Mhm, okay. Der spielt am liebsten Maskenball der Käfer. Das ist so ein super niedliches Spiel, von so kleinen Marienkäfern. Jeder hat, ich glaube, 6 oder 5 Sticks der gleichen Farbe drin. Und da muss man an so einem Brettchen drehen und dann dürfen sich immer 2 berühren. Und die haben an ihren Nasen so Magnete. Und entweder stoßen die sich ab und dann dreht er sich so weg oder die geben sich so ein kleines Küsschen. Und dann darf man die Pümpel tauschen. Das ist ein kooperatives Spiel. War mal irgendwann ein Kinderspiel des Jahres, keine Ahnung. Ja. Und also voll das gute Spiel. Also ich bin ja totaler Fan von Kinderspielen. Ja. Also ich spiele die wirklich sehr, sehr gerne. Auch Familienspiele, auch wenn ich... Also alles. Aber Kinderspiele, da ist so oft so eine Liebe drin. Ja, ne? Also und gerade auch mit der Gestaltung und so weiter. Und ich finde das ganz klasse. Und gerade auch, ich habe ja das Glück, dann ja auch mit vielen unterschiedlichen Kindern auch mal das ein oder andere Spiel zu spielen. Und cool. Ich finde das total toll, wenn dann so die Augen hochgehen und probieren. Ich weiß noch, Lachsfang am Wasserfall von Amigo-Spieler. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Lucky Lachs. Ja, so ähnlich, genau. Aber da ist es halt, dass das alleine schon aufgebaut, ne, ist egal, wie das Spiel funktioniert, dieser Schiebemechanismus und dann die Bärchen ziehen und diese Lachse, die hochgehen. Und da geht mir echt das Herz auf. Ich finde das ganz, ganz schön mit Kindern und Kinderspiele, dort was zu holen. Und da ist auch so viel tolle Sachen mit bei. Mhm. Ne? Also gerade vom Material her mag ich Kinderspiele total. Ja. Also hier nochmal. Magnifix und Octopus Party aus dem letzten. Man kann auch mit Octopus Party ganz toll putzen zum Beispiel. Oder Gläser polieren ist auch toll. Das ist wirklich vielseitig einsetzbar. Und jetzt ist die große Frage. Genau. Hast du schon was gefunden, was du gerne spielen möchtest? Und ist eins von den dreien dabei? Also wir haben auch noch... Vielleicht noch dazu, wir haben heute Morgen über Roll and Rides gesprochen. Ja. Und wir haben auch schon ein Roll and Ride gespielt. Und dennoch, war auch im Chat, nehme ich auch Rajas und ist interessant und Blätterrauschen gleich mit irgendwie aufgeschrieben. Und wir haben die jetzt nochmal rausgeholt, weil da ein Anklang mit bei war. Das sind 2 Neuheiten, Roll and Rides. Und da die anderen hier bis 20, kennst du ja unser Video, ne? Genau. Und das wäre auf jeden Fall auch eine Neuheit. Genau. Und 5 Seconds, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist auf jeden Fall nicht ganz jugendfrei. Überhaupt gar nicht. Und Dodelido ist auch eine Neuheit, die ich habe. Ich hab Dildo gelesen, aber das vielleicht war das je nachdem. Wunschvater. Ja, genau. Dilde Liebe. Genau. Also, das,
Dildo Lido, ja, geil. Wo sind nochmal die Tentakelfinger? Dildo. Die sind da alle drin, die müssen erst genau. Ein bisschen größer. Also das hier finde ich bestimmt dann schon sehr spannend. Das hier sagt mir gerade gar nichts. Das hier war mit irgendwie schnell was gucken und dann draufschlagen, ne? Naja, du musst halt das Richtige sagen. Sagen, das ist eher sprechen. Das kann ich auch gut sprechen. Aber ansonsten können wir auch ein Roll mit einem Roll and Ride anfangen. Wir können auch zwei. Also wenn du sagst, ach komm, wir wollen lieber noch, weil wir gerade gefingert haben. Jetzt wird noch ein bisschen die Zunge genutzt. Und dann können wir mal sagen, zum Abschalten. Komm, ja. Ja? Mhm. Komm, dann nehmen wir doch einfach... Mit Zunge meinst du das nicht jugendfrei oder mit Zunge? Beides meine ich. Was ist denn das so? Vielleicht will ja der Chat entscheiden. Chat, lieber Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza spielen oder 5 Seconds nicht jugendfrei? FSK 18, FSK 18. Naja, das können wir auch, weiß ich nicht. Nee, das ist nicht 18. Das ist nicht 18, nee. Hallo, ist da jemand? FS. Ja, das meint bestimmt hier 5 Sekunden. 5 Seconds. Ja. Okay, dann spielen wir 5 Seconds. Chat hat entschieden. Ich habe das mal... der Chat. Da ist noch ein Loch, natürlich. Ist ach ja, FSK 18. Da kommt da der X-Men. So, also es ist total einfach. Das sagen sie alle. Liebe Kinder, gebt fein acht. Alle, die ihr unter 18 seid, verlasst jetzt diesen Stream. Zwei Leute noch da. Denn hier sind Dinge drauf. Zum Beispiel das hier, das frage ich dich gleich. Und du hast genau 5 Sekunden Zeit, meine Frage zu beantworten. Mhm. Wenn du das schaffst, kriegst du die Karte als Punkt. Wenn du das nicht schaffst, ist Sebastian dran. 5 Sekunden? Ja. Mhm. Ist das cool? Ich finde es schon wieder cool, verspielt. Sanduhren. Wir wurden gerade gefragt, ob wir die Oktopusfinger dabei tragen können. Nein, die trocknen gerade, die sind frisch desinfiziert. Hm. Genau, 5 Sekunden. Wenn du es nicht schaffst, die 3 Worte zu nennen, dann ist Sebastian dran und darf sein Glück versuchen. Aber er darf natürlich nicht die Worte benutzen, die du schon gesagt hast. Wenn Sebastian es auch nicht schafft, bin ich dran. Und wenn ich es auch nicht schaffe, dann kriegst du eine neue Karte. Mhm. Okay? Verstanden? Können wir auch nur 3 Sekunden machen? Okay. Chat, seid ihr bereit? Dude, bist du bereit? Ja, bin ich. Alles klar. Nenne 3 Farben, die Stuhlgang haben kann. Braun, grau, grün. Grau? Rot, schwarz, gelb. Nein, stopp. Hast du noch nie Babystuhl gesehen? Nein. So, die sind so grau-grün. Okay. Dann lassen wir das gelten. Es ist ja nur der erste. Okay. So, dann kriegst du jetzt eine Frage. Aber 5 Sachen oder waren das 3? Nein, 3. Five Seconds. Man macht nur 5 Seconds. Sorry, das habe ich nicht gehört. 5, 43, 2? Verstehe ich nicht. So. Aggregatzustand. Egal. Sebastian. Schön. Ja, bitte. Nenne mir 3 Gründe, warum man keine Kinder haben sollte. Weil ich, wie schlecht. Okay, dann du. Teuer, anstrengend, müde. Wer ist müde? Der Grund ist teuer. Ich bin müde. Ja, gut, dann ist es deiner. So. Warum sollte man denn keine Kinder haben? Ja, teuer, anstrengend, müde. So, jetzt muss einer eine Frage stellen. Bist du bereit? Wollte nur runterzählen, aber zu dicke Finger. Okay, gut. Okay, Kadi, nenne 3 Dinge, die du nie von deinem Chef oder deiner Chefin hören möchtest. Gestöhne, Pupse und... Du bist da. Du bist doof, du bist zu faul, lass dich hier nicht mehr blicken. Meine Güte, ja, bist du Bescheid. Mein Leben ist einfach... Ja, genau. Ich erzähle das bloß nicht immer aus der Erfahrung. Es ist einfach mein Stuhlgang, es ist einfach mein Schiff. Ja. Die klar. Fragen finden dich. Dann, lieber Dude, erzähl uns doch mal 3 Dinge, die du im Wasser machst. Planschen. Stuhlgang. Pipi. Schwimmen. Oh, ich hätte jetzt gedacht, Stuhlgang mit dem Chef Spaß haben. Ganz Stromberg. Willst du auch eine Frage verlesen? Ja, bestimmt. Nein. Und willst du an dich, 5 ne? Sekunden um? Ja, die geht an. Du kannst ja mal durchgucken, einfach wenn du nicht. Ich habe schon eine gefunden. Oh. Ja, gut. Ich bin so schlecht da drin. Hallo, Kumi Ori. So, dann. Oh, hallo. Hallo. Ja, wir haben schon über dich geredet. Haben wir wirklich über dich geredet? Ja. Ogima. Schöne Grüße. Ah, oh, du hast gerade Pause. Dann genieß deine Pause. Ja, wir spielen gerade 5 Seconds.
Also Leute, das gespielt haben, wir waren heiser. Ich war heiser. Ja, gut. Okay. Okay. Nenne drei Leute, die du gerne mal oben ohne sehen möchtest. Keanu Reeves. Und dann hört es auch schon auf. Also, nicht und sind. Los. Meinen Mann. Meine Bela. Dich. Und Eni von den Maiklockies. Du hast dich, aber eigentlich ist es ja zweimal dich. Nein, komm, nimm dir den Punkt. Komm. Nein, Finger weg von Keanu. Der schreibt das Paula? Nee. Ach so, nee, Birgit. Okay, Kadi. Na, du bist doch dran. Ach ja, stimmt. Dann. Nee, Segen. Ich habe dich doch gerade gefragt. Du bist ja, dran. Ja, stimmt. Das ist richtig. Ja, hier. Oh, guck mal, das ist so eine einsame kleine Perle hier. Ach nee, das ist ja wirklich. Ne, ach doch, nehmen wir das mal. Mal gucken. Jetzt kommt ein bisschen Bildung mal hier, ne? Und zwar, Kadi, du liest ja immer ganz gerne diese Bunte und Broschüre und Gala und du bist ja Fame. Auch die Bild, genau. Darum, nenne drei Promis, die in einem Sexskandal verwickelt waren. Boris Becker, die mit Boris Becker den Sexskandal hatte und der andere. Oh Gott. Monika Lewinsky. Monika! Boah, ich bin so schlecht! Also mindestens Bill Clinton hätte ihr jetzt einfach wissen. Ja, aber dir! Stimmt. Aber dir! Nee, aber okay. Monika niemand. Neue Karte für mich. Beginnend bei mir. Okay. Nenne drei Stellen, an denen du kitzlig bist. Gar nicht. Nein, bin ich, tut mir leid. Am Herz. Nein. Und los! Unter den Armen, unter den Füßen. Hinter der Zunge. Hinter der. Baby! Genau. An der Seite, am Kopf und im Nacken. Am und Kopf. Am Bauch. Am Kopf. Hinterm Nacken. Ich habe hinterm Nacken. Nein, hier, du hast Kopf Arm. Gesagt. Du hast hier unterm Arm, Kopf und Nacken. Jetzt hör doch mal auf. Mann, hör doch mal auf. Nimm doch den Punkt. So, Punkt. Du bist dran. Und? Ich verstehe diese Frage nicht. Aber dann stell sie mir ruhig. Ich verstehe sie schon. Nenne drei Anzeichen für den Walk of Shame. Anzeichen? Nenne drei Anzeichen für den Walk of Shame. Was ist der Walk of Shame? Weiß nicht, Klopapier so hinten? Nee, nee. Oder was ich glaube, der Walk of Shame ist doch, wenn man, nach einer durchzechten Nacht... Nach einem One-Night-Stand morgens irgendwie seine Sachen packt und dann geht. Genau, aber warum denn Anzeichen? Da liegt ein fremder Typ neben mir, Kopfschmerzen, übel. Anzeichen? Ich verstehe eine andere Frage. Ja, also, Dude, erzähl mal. Nenne drei Kosenamen für den Popo. Du hast schon Popo gesagt. Was? Ich weiß nicht. Furt, Hintern und mein Trömmelchen. Trömmelchen. Und wenn ne Trömmel. Dann nehmen wir so schön vorne hoch und dann. Das Trömmelchen. Und Pöter. Kadi kennt sich aus. Der Pöter. Taschen. Oder mit dem Walk of Shame. Nein, ich bin doch glücklich verheiratet. So, kommen wir wieder zum oben ohne Thema zurück. Oh, warum? Ja. Nenne drei Körperstellen, an denen du Haare hast. Nicht an der Kopf. Brust, an den Seiten und im Gesicht, am Bart, hier am Kinn. Ach so. Am Bart hast du Haare? Nein, hier am Kinn. Ich hab Kinn gesagt. Warum bist du denn so spitz, finde ich? Ja, weil ich schlau bin. So. What? Kadi. Ja, bitte. So, nenne drei Gründe, deine Hosen runterzulassen. Pinkeln, kacken, Schlafanzughose anziehen. Sie lässt, Wahnsinn, ist schon fast philosophisch hier. Sie lässt etwas Selbiges nieder, um das Gleiche anzuziehen. Das ist interessant. Sie könnte mit ganz bei dir halten. So. Lieber Dude. Wir machen noch je eine Runde. Okay. Nenne mir doch mal drei Dinge, wir sind ja in deinem Leben, das hast du ja vorhin selbst gesagt. Mit dem Stuhl. Die du dir in die Nase schieben kannst. Ein Stift, eine Murmel, ein Miepel. Okay. Meinst du die Miniatur von Carcassonne. Cthulhu Death May Die? Ich möchte eigentlich hier diesen Oktopusfinger sehen, das war in Gänze. Das kann ich auch. Genau, Magnifix. So. Jetzt nicht so schwer. Pöter. Nenne drei Gründe, warum du pupsen musst. Kohl, Sauerkraut,
Zwiebeln. Das ist irgendwie jetzt nur zu essen, ne? Ja, aber okay, das geht so. Was denn sonst? Ja, das stimmt. Oho. Kadi, da kennst du dich aus. Jetzt hau rein. Beziehungsweise du kennst Leute, die sich damit auskennen. Nenne drei Methoden, wie du deine Hämorrhoiden in den Griff bekommst. Creme, ignorieren, Arzt. Ja. Ignorieren! In den Griff. Es wird nicht besser. Ich krieg die Hose nicht mehr hoch. So, dann kommt jetzt die letzte Frage für den Dude. Wir sind ja in deinem Leben. Ja, ja. Und du wohnst ja im Dönerdreieck. Im Dönerdreieck? Kennst du den Begriff nicht? Nee. Da, wo du wohnst, ist das Dönerdreieck. Da, warum ist das das Dönerdreieck? Weil du direkt Döner-West hast und dann hast du noch am Ende der Straße ist der eine Dönermensch. Ich hab Savona. Savona ist eine Pizzeria. Und das ist der dritte. Aber Savona ist Pizzeria. Das war mal Döner. Nach vorne hin. Muss mal hinten. Okay, ja, richtig. Ich kenne mich eben aus. Es ist halt einfach ein Pizzadreieck, aber tatsächlich sind das alles drei keine Italiener. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Okay. Dann nehmen wir das trotzdem. Also, Dönerdreieck. Ich brauche das jetzt, damit das klappt. Okay, also, verstehe. Versauen wir das ja, nicht. Ja, genau. Also, Dude, wir sind ja in deinem Leben und du kommst ja aus dem Dönerdreieck. Na klar. Und deswegen möchte ich gerne drei Dinge von dir wissen, die du nicht in deinem Döner finden möchtest. Finger, Popel, Stuhlgang. Ganze Finger. Und damit ist das auf deine Karte. Also ich sag mal, du hast gewonnen hier. Du hast wirklich. Ich hab den Gast einfach gewinnen lassen. Naja. Ja, das macht man doch so. Ja, ist okay. Witzig. Ist schon recht. Genau. So, und jetzt spielen wir Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza. Nee, jetzt kommt ja ein Roll and Ride. Das war das gerade. Weil wir hatten ja erst was mit Fingern, jetzt hatten wir was mit Mund und jetzt wird noch ein bisschen abgestrichen. Mhm. Wo möchtest du gerne mal heute einen Haken dran machen? Wir haben hier Rogers of the Garden. Ich glaube, das da. Weil das habe ich jetzt schon überall gesehen und dann würde ich das, glaube ich, mal ausprobieren. Dann spielen wir das.